Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampires The Masquerade Bloodlines. Ja, wir stehen immer noch vor dem Cavoletti Café und ich werde jetzt als nächstes mal wieder zurück nach Downtown gehen. Also wir werden jetzt erstmal wieder zurück nach Downtown gehen, ne? Wir zusammen, ne? Du da, der da hinter dem Bildschirm sitzt und wir, ne? Also ich, also der Malkaviana und ich. Wir müssen nämlich gucken, ob wir vielleicht eine E-Mail haben. Nicht wahr? Da war ich nämlich schon lange nicht mehr gucken und das müssen wir jetzt tun. Und außerdem schauen wir mal, was Heather so macht. Ich meine, sie ist ja alleine dort. Die langweilt sich bestimmt, ne? Weil wir halt nicht da sind die ganze Zeit. Ich frage mich ja, was sie so macht. Und ja, bei Venus könnten wir auch mal vorbeischauen. Vielleicht hat sie ja wieder ein bisschen Kohle für uns, ne? Und hier hat sich auch nichts verändert, ne? Ich meine, warum sollte sich auch hier irgendwas verändern? Ja, der fette Larry steht da auch noch. Ich meine, ich könnte mal kurz hier reinschauen. Vielleicht kriegen wir irgendwie Geld. Ich meine, wir sind ja eh schon reich genug in dem Spiel, aber hey, ein paar Dollar mehr machen Nicole jetzt auch nicht mehr fett. Und dieses Kack-Drehkreuz, ne? Es riecht mich so auf. Oh, ich will es löschen, aber ich weiß nicht, wie der Befehl geht dazu in der Konsole. Sonst hätte ich das schon längst gelöscht. So, Venus. Kohle? Money, right? Been a while. Your money's been piling up. Here, that should provide for an interesting evening. Dankeschön, dein Segen ist mir immer willkommen, Göttin. Aber die wird uns bestimmt auch irgendwann mal umbringen, weil wer will schon einen Partner haben, ich meine. Sie hat ja auch Boris umbringen lassen von uns und irgendwann wird sie wahrscheinlich auch einen Auftragskiller auf uns ansetzen. Hundertprozentig. Wer will denn schon seinen Club teilen? Also wenn ich einen Club hätte, ist bestimmt cool, so einen Club zu haben, aber teilen? Ich würde das auch nicht so gerne teilen wollen. Wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich? Ich meine, ich bin im Spiel reicher als in echt. 4.171 Dollar. Ja, hätte ich jetzt auch gerne 4.000 Dollar. Sind das denn auch 4.000 Euro? Ich glaube, das ist sogar mehr, ne? Also mehr Dollar als Euro. So, wieder in unser Apartment. Gucken, was die Liese sagen. Liebe Heather. Warum gibt es hier keine Fahrstuhlmusik, ja? Es ist total langweilig hier im Fahrstuhl. Bling, wir sind da. Warum hat der Fernseher keinen Ton? Ja. Oh, wie entspannt, Fischchen. Okay. Gut, ich habe mich nur gerade gewundert. Ich glaube, wir können hier ein paar Sachen ablagern, die ich sowieso nicht brauche. Hier die Armbrust brauche ich nicht. Kleidung kann ich eh nicht einlagern, das ist dumm. Dann haben wir noch das hier, aber das ist für eine andere Aufgabe. Was wir gut abgeben können, sind halt hier diese Bücher, die brauchen wir halt nicht mehr. Diese komischen Tagebücher da oder hier Hounded LA, die Visitenkarte. Diese ganzen Dinge hier können wir noch verkaufen. Also hier Armbanduhren und Ringe. Schicke Armbanduhr auf dem Ziffernblatt steht. Quantum Limited Edition. So eine Uhr erhält man mit eigens dazu passendem Luxuswagen. Und wo ist jetzt der Luxuswagen? Also ich hatte keinen. Also ein Luxuswagen wäre jetzt auch noch toll. So, das hier müssen wir auch noch abgeben. Das heißt, ich kann es nicht dort reinlagern. Ja, Waffen. Ja, das Problem daran ist, dass sie dann einfach irgendwelche anderen Waffen aufnimmt. Ich meine, ich kann das Montiereisen reinlegen und ich könnte hier den Knüppel, also den Schlagstock von den Polizisten auch mal reinlegen. Brauche ich nicht. Mhm, ja, ja, sehr interessant. Wir können aber leider noch nicht mit ihm reden. So, Heather. Nein. Fische schwimmen nur in Schwärmen. Wo ist er? Ah, ich liebe es. Wenn ich nach Hause komme, das Essen schon auf mich wartet. Ich danke dir, mein Schmusetier. Sie hat ihn getestet. Du bist kein Vampirmädchen. Es riecht köstlich. Ja, danke trotzdem, ne? Dass du mir den dicken Fisch gebracht hast. Aber als erstes hier mal gucken. Was haben wir denn für eine E-Mail? So, Nummer 9. Eröffnung von einem Freund. Die Eröffnung wurde gespielt. Der König steht frei. Okay. Und betreff sofort öffnen Kätzchen von Jeanette.
At the Asylum. Mein liebes Entlein, hi, rate mal, wer dir schreibt. Nein, erst raten, so macht es viel mehr Spaß. Ach, Kätzchen, hast du mich etwa schon vergessen? Ich bin's, Jeanette. Ich sitze hier gerade so in meinem großen, langweiligen Schlafzimmer und denk darüber nach, dass mir was fehlt. Nämlich du. Amüsier mich, bitte. Ja? Ich warte auf dich, Entlein. Oha. Ich glaube, wir können auch nochmal das Gleiche mit ihr tun, was wir auch mit Romero getan haben. Aber naja. Ich glaube, in diesem Let's Play ist für jeden was dabei. Geschäfte in Hollywood von La Croix. Ich habe ein gewisses finanzielles Interesse an einem Restaurant in Hollywood namens Café Cavoletti. Ich habe bereits ein mehr als großzügiges Angebot für das Etablissement unterbreitet. Doch die Besitzer sperren sich, es anzunehmen. Soweit ich weiß, schreibt der berühmte Restaurantkritiker Tommy Flayton bald einen Artikel über dieses Restaurant. Bitte fang ihn dort ab und stell sicher, dass die Kritik schlecht ausfällt. Sebastian Lacroix. Okay, seht ihr, jetzt haben wir noch eine Aufgabe bekommen, nämlich das Café Cavoletti. Wir müssen halt den Kritiker davon überzeugen, dass das Essen sehr, sehr schlecht ist. Hallo? Wo ist denn der Typ? Ach, im Badezimmer, ne? Hey. Hey, what the hell is this shit? Let me out, goddammit! I'll kill that crazy bitch! Bitte? Meine Kleine ist ein bisschen wie ich. Geh und lass uns die Sache vergessen. Komm runter, das war ein Missverständnis. Das wirst du nicht tun. As soon as I get out of here, I'm calling the goddamn cops. Let's see what they think of this, huh? I'll have them lock up both your asses. Du gehst besser gleich zu den Cops. Sag ihnen, ich habe ein Gewehr. Wenn ich mit dir fertig bin, weißt du nicht mehr, welches Jahr gerade ist. What the hell does that mean? Wait, why are you looking at me like that? Hey. Komm her, ich will dir ein Geheimnis verraten. Aber wir dürfen ihn nicht umbringen. Ja, aber er hat aber auch nicht so viel Blut. Wahrscheinlich irgend so ein Junkie. Die haben alle nicht viel Blut. Prostituierte und Junkies sind halt alle... Kann man nicht mit dir reden? Ich will mit dir quatschen. Aber das ist total witzig, weil er berichtet von den Sachen, die wir gerade erledigt haben. Ich glaube, auch von dem Friedhof, dass wir da halt Randale gemacht haben auf dem Friedhof. Naja, Randale ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also wir haben ja das Videotape daraus genommen. Und ich hatte so eine Testaufnahme gemacht und da sagte er so, ja, von dieser Ginger Swan wurde das Grab hier vandalisiert, also kaputt gemacht oder so, keine Ahnung. Promotes parental awareness of their adult content and lessens children's interest in the tabletop games. Religious tourists have been flocking in droves to the Santa Maria Church in Santiago, Spain. Also ich merke nichts von irgendwelchen Augen hier. Wenn du wieder Augen siehst, blende sie. Yes. Tu das. Do I still distract you? Lenke ich dich immer noch ab? Wie die Sterne. Ich glaube, heute Nacht ist Blutmond, dein Haut. Heute dich. Okay. Mein Verstand will dich wieder so sehen wie bei unserer ersten, Treffen. Nie. Deine Sachen müssen die Schwärze meiner Seele widerspiegeln. Genau. Zieh mal was Schwarzes an. Gothic-mäßiges. Was lesen wir denn gerade? Ich glaube, ich sollte mal wieder aus unserem Apartment gehen. Aber ich meine, hallo, wir sind hier zu Hause. Ich meine, wir müssten hier mal ein bisschen Zeit verbringen. Und hier noch ein bisschen Radio. Schöner Sound. Oben Radio, Fernseher an, dann fühlt die Heather sich auch nicht so alleine. Ja. Wieder auf nach Hollywood, würde ich sagen. E-Mail, Restaurantkritiker, das können wir schnell erledigen. Juwelierladen. Und wir müssen mal wieder ins Sinbin. Haben wir eigentlich irgendwelche EP? Ja, wir haben 6 EP. So, da wären wir wieder in Hollywood. Ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen abgekürzt. Falls nicht, dann habe ich es wohl anscheinend vergessen. Aber ja, wir werden jetzt zum Café gehen, weil dort sollte jemand stehen für die Aufgabe, die wir erledigen müssen. Ich glaube, dort steht der Typ, ne? More
more flatbread and olive oil, and take back the Chardonnay and open up a Chianti. Let it breathe for 20 minutes, and then bring it out with a Ziti. Okay? Ich bin nicht der, der dient. Ich wollte... Wanted to know what? Interrupt me while I'm working? Do you understand that this is an important opening, and I, emphasize I, am going to make or possibly break this restaurant? Viele Grüße entfleuchten meinen Mund für Sie, Verdauer vielfältiger ethnischer Gerichte. Erklären Sie mir Ihr Dasein, Verschlinger von Schuhsohlen. Me, Tommy Flayton, the Food Authority of Los Angeles, food critic for the biggest paper on the West Coast, radio personality for the KTLK, Chower Hour. Maybe if I reviewed more pancake huts, you'd know me. Wäre mein Unterleib kein kalter, toter Ort, würde ich mit ihm Ihre Kinder gebären. Flayton, was für ein Zufall. Ich suche nämlich nach einem Mann namens Flayton. I'm not sure exactly what you mean. Soll das ein Witz sein? Sie testen diesen Laden? Ich lach mich tot. Wie schmecken denn heute die Maden? What? Maden, sie essen Maden. This place will pay for this. As sure as my name is Tommy Flayton, they'll never serve food in this town again. Wie konnten die ihnen sowas nur antun? Ich wette, die Idee haben sie nicht aus einem Film. Können wir nochmal mit dir reden? Yes. I'm going to write a review that will destroy this restaurant. Ein 20 Meter großer Roboter wäre cooler, aber das tut's auch. Was? Yes. Okay, das... Ein 20 Meter großer Roboter? Aber das tut's auch. Okay. Wer weiß, was der McCavian sich da gerade gedacht hat, aber das ist jetzt auch schon erledigt. Isaac will... Achso, das Sinbin, genau. Hier ist das Hotel. Ich glaube, das Sinbin sollte eigentlich auch hier in der Nähe... Ach nee, das ist auf der anderen Seite, ne? Sinbin. Dieser kleine Schmuddelladen mit den Videothek-Sachen. Also mit den Videos. Also manchmal komme ich auch echt auf komische Ausdrücke. Das Aspol, da haben wir Asch... Ash gerettet. Ja, hier ist das tolle Sinbin mit... was für eklige Puppen. Hey, du schmieriger, ekelhafter, hässlicher Kerl. What can I do to you, honey? Oh, nenn mich doch nicht Süße, ey. Das ist ja widerlich. Hier sind meine Augen. Zeig ihnen deine Gefälligkeiten. Ah, wir können hier was kaufen oder verkaufen. Nein, ich will aber doch was wissen. What can I... ich muss deine grauen Zellen durchwühlen. Yeah? What do you want to know? Erzähl mir das Märchen der Zelluloidstadt. Kennst du Death Mask? Those guys? Yeah. Yeah, I heard of them. Why do you want to know? Ich bin ein interessierter Sammler. Ich habe da was in einem makabren Magazin gesehen. Ich habe ein erschreckendes Band. A tape? You mean the tape? You've got a copy of it? Have you seen it? Horror, der reinste Horror. Look, man, get the hell out of here, all right? I don't want any part of that scene. I hear people seeing that tape ain't been coming home for dinner. I don't deal in that kind of stuff anyway, so just take it somewhere else. Sicherlich bewahrt dieser Sündmüll ein paar Geheimnisse. Sag mir, wo ich die Todesmaske finden kann. Forget it, man. I don't even know what the hell you're talking about. Huh? What? Who are they? Seriously, get the hell out of here. Ich bin ein Sammler der Verkommenen, Bedauernswerten und Verdorbenen. Sprich mit mir. Okay. Look, all I know is that a guy calls on the payphone down the street every once in a while. He'll say something like, the moon is a terrible mistress or some creepy shit like that. Was dann? And then all you have to say is, who walks the night with demons of dread? Supposedly, you'll be told where to meet the guy to pick up product. I don't know for sure. I never tried it. It scared the shit out of me. Okay, ich gehe nun, um die Todesmaske zu enthüllen. Hey, wait. Look, you might as well know this. Word on the street is that they didn't even make the video. They're just distributing it. No one even knows where it comes from. I'm telling you, man. Whatever you're in, get out of it now. Diesen Pfad hat mir das Schicksal bereitet. Ich verlasse dich nun. Okay, wir müssen aber erstmal gucken, ob die Leiche noch da unten liegt. Das interessiert mich. Hallo!
Oh, es ist zu. Aber das Schwert liegt hier noch. Aber wir haben das ja bereits. Das heißt, wo ist denn die andere, die hier sonst immer war? Ist die weg? Naja, okay. Ja, wir müssen jetzt zu dem Telefon, was er gerade gesagt hatte. Das ist nämlich hier. Würdest du mal weggehen? Ja. Moon is a mysterious mistress. Die mit dem Dämonen, der Finsternis durch die Nacht wandelt. The Lucky Star Motel, Room 2. Don't be long. Nur so lang wie meine Libido, möge dieser Stern noch ein wenig länger glücklich sein. Lucky Star Motel, Room 2. Raum 2 im Lucky Star. I should be so lucky, 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 lucky. Ach so, zu Vivi müssen wir auch noch. Raum, ich will nicht in den Pool. Lass mich hier raus. Jetzt kommt sie nicht da raus. Was ist das denn? Das war jetzt echt ein bisschen behindert. Das, Momentchen mal, eigentlich steht da dran, das ist 4. Das ist 5. Dann ist das auf der... Nein, das ist es doch nicht, oder? Das ist 6. Dann ist das auf der anderen Seite. Das ist 3. Dann ist das hier 2. Was ist denn hier passiert? Da liegt ein Ring. Goldener Ring. Schlüssel zum Internetcafé. Okay. Was ist denn hier passiert? Das sind doch die gleichen Abdrücke wie auf dem Sarkophag, oder? Super. Wir müssen wieder ins Ground Zero Café. Okay, machen wir das. Aber zuerst zu Vivi und wir geben ihr das Band. Und dann haben wir, glaube ich, alles für sie erledigt, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir dann schon alles für sie fertig haben. Was ist das eigentlich da oben? Was steht da? Petrochem Polymers, Proud Makers of irgendwas, keine Ahnung. Metalhead Industries. Checks cashed. Und wir gehen mal wieder hier ins Vesuvius. Gucken, was Vivi so treibt. Hey. Look who's back. Ja, ich bin wieder da. Couldn't stay away, could you? Nee, zu Hatter. Mhm. Die Worte des Hutmachers für dich. Oh, I suppose I should just tear it up. But I can't. I can't rip up the product of that man's soul. Here, would you tear it up for me? Lieber gewesen als gelesen, her damit. Thanks. Ich habe den Namen der Muse des Hutmachers. Are they? I mean, did you? Oh ja, richtig, das. Ich bin fort. Ach so, den müssen wir ja auch noch. Ach, da muss ich ja doch noch mal zurück nach Santa Monica. Das ist immer so ein Hin und Her, ne? Also, dann bist du gerade in Hollywood, dann musst du wieder nach Santa Monica und dann musst du dann wieder nach Downtown und dann hast du wieder das. Lucky Star Motel hat niemand auf sie gewartet, aber sie haben einen Schlüssel für das Internetcafé gefunden. Okay, das können wir auch mal eben schnell machen. Ich habe nämlich nicht so lange Zeit.
Ich habe jetzt nur noch 10 Minuten oder so, 15 Minuten. Dann muss ich kurz die Aufnahmen unterbrechen. So, wir haben aber einen Schlüssel. Und zwar hier für den hinteren Raum. Aber, Leute, erstmal die Axt rausholen. Ah, diese ekligen Viecher. Oh, hier drehen sie wohl ihre Pornos. Hier nach dem Setting zu muten. Hier so Betten und Couches und so ein... Die schreien wie so Katzen oder so, also Wildkatzen. Ich sehe die gar nicht, weil das so dunkel ist. Und hier gab es, glaube ich, irgendwas für uns. Ja, genau. Hier gab es noch irgendwie Morphium oder so. Oh Gott, ich will das nicht wissen, was die hier getrieben haben. Guck mal, hier eine Kamera auf dem Klo. Ach so, hier für die Dusche. Ach so, ja, Pornos machen die ja hier. Mm, und hier das Bett, ne? Hier live-chatten. Ja, sehr schön. Das Spiel ist übrigens ab 16 oder ab 18. Ich bin mir nicht so sicher. Lecker, lecker, lecker. Was sind das für eklige Viecher auf zwei Hemden? Kommen wir da so rein? Fehlschlag, Stufe 10. Komm her, du Mistding. Die splattern so richtig schön, ne? In eine Million Teile. Achso, ich dachte, der kommt jetzt... Da hast du dich versteckt, unter der Treppe. Und weg bist du. Ach, da, du willst auch noch was haben. Ja, dann komm her. Weg mit dir. Ih, was haben die denn hier gemacht? Und eine Wand mit einem Loch. Ich will's gar nicht wissen. Das sind wahrscheinlich die ganz krassen Sachen. Hier, get amped up on Pubs Beer. Was ist das denn? Das ist doch widerlich. Jesus, man, what the fuck is going on up there? Dead everyone, slaughtered up. Oh, God. Don't make any noise, they'll hear us. Hast du den Totenkopf auf deinen Schultern? Yeah, me, no, fuck it. Yeah, I'm with DMP, U5-0. Diese schädelfrakturierten Kretons sind die gleichen wie auf jedem furchtbaren Band. Yeah, I know, but we didn't make that shit. One of the guys stole it, found it in the creepy house in the hills. We just copied it and put our names on it. Worse than anything we ever did. Worst thing I ever saw. Okay, also die haben das nur kopiert. Du trägst also keinen Heiligenschein, kleiner Dämon. Wo befindet sich denn dieses Höllenhaus? Please, just get me out of here. Oh, no. Hä? Na toll, jetzt weiß ich nicht, wo dieses komische Haus ist. Echt super. Gut gemacht, du Drecksvieh. Was steht da? Biller Light Beer. Aha. Ja, und der ist auch schon tot. Super, aber wir haben das Tape. Ist hier sonst noch irgendwas, was wir irgendwie mitnehmen können? Nö, sieht nicht so aus. Ich will hier raus. Okay. Aufgabe erledigt. Oh. Ja, hier mit den Fäusten. Aber wir sind ja Gott sei Dank so gut. Wir haben die Fähigkeiten ja so hoch geskillt. Ja, noch einer. Ja, aus der Mülltonne.
Wofür brauchen die eine Mülltonne? Und damit haben die gedreht. Pornos. In der Mülltonne. Ah ja, okay. Interessant. Ich meine, das ist ja wenigstens noch normal. So eine Couch und so, aber... Und hier ein Bett. Aber eine Mülltonne? Und eine eklige Matratze? Ihh. Das ist doch widerlich. Widerlich. Okay, weiter geht's. Berichten wir mal schnell Isaac davon, was wir hier vorgefunden haben. Hallo. Any luck? Die Monster auf dem Band sind keine Muppets. In dieser Nacht werden keine Träume wahr. Then this is no doubt the work of a fiend. Hand me the tape. There might be something on it that will give us some insight into what its motives are. In the tape. I know it. It's in the hills. King's Way, if I'm not mistaken. My guess is that the fiend that made this tape is using these creatures to hound the Nosferatu, which would explain their sudden absence. They're trapped. Well, it's unfortunate that the prince needs you to see the Nosferatu, because it looks like this fiend knows how to get at them, and I doubt he's going to draw a map for you. Looks like King's Way is your only way in, unfortunately. Auf den Wegen der Könige reise ich. I can have a car drop you off when you're ready. If I don't hear from the Nosferatu within the next few nights, I'll tell LaCroix he's going to need a new leading lady and march a few of my own troops up there. Ich vertraue mich lieber dem Typen im gelben Wägelchen an. If I may give you one final word of warning, do not trust LaCroix. Do not play the damned politics of the Camarilla. This city hasn't needed them in a long time and won't ever. Okay. In wessen Schoß wäre mein Vertrauen wohl sicher? That's for you to decide. I only know who you can't trust. Werde ich in Betracht ziehen? Ja, er hat ja recht. Der Camarilla kann man eigentlich nicht trauen. Ich meine, die wollen zwar das Gesetz aufrechterhalten, aber man ist halt nicht frei. Und man ist halt sehr, sehr eingeschränkt und kann halt nicht das tun, was man möchte. Zum Beispiel neue Vampire zeugen. Wenn man es gerne wollen würde. Und ja, was ist denn das da oben? Dance Bunny Fever. Was? Dance Bunny Fever? Okay. Was haben wir denn noch auf? Also, Isaac hat das Haus. Okay, da müssen wir auf jeden Fall hin. Tommy Flight dazu zu bringen, das Café Cabaletti schlecht zu bewerten, war erfolgreich. Isaac will... Achso, sie sollten besser bald ihre E-Mails befragen, aber da muss ich wieder zurück nach Downtown oder auch nach Santa Monica. Wir haben ja zwei Apartments. Das alte haben wir auch noch. Okay, aber ich gucke gerade auf die Uhr. Es ist leider schon sehr, sehr spät und deswegen werde ich die Aufnahme an dieser Stelle beenden. Wie es hier weitergehen wird, das seht ihr natürlich wie immer in der nächsten Aufnahme und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Vampires and Masquerade Bloodlines. Tschüss, macht's gut, bis dahin.